Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu The Sexy Brutal. Ich wollte euch das gerade nicht vorenthalten. Eigentlich wollte ich jetzt Feierabend machen, deshalb werde ich wahrscheinlich zwischendurch irgendwann mal schneiden. Aber ich will auf jeden Fall nochmal in das Musikzimmer da rein. Und deshalb müssen wir hier... Ach was, ehrlich? Ist das Neues? Das Ankleidezimmer. Ah. Das Ankleidezimmer für Sänger wurde eingerichtet, um, nehme ich überhaupt auf, ja, um Tequila und anderen Künstlern einen privaten Raum bieten zu können, in dem sie sich auf die zahlreichen Shows vorbereiten können, die jeden Abend im Sexy Brutal stattfanden. Ursprünglich wurden auch in diesem Raum Instrumente und andere Objekte der Musikgeschichte ausgestellt, doch wurden sie eilig in einem angrenzenden Lagerraum untergebracht und weggeschlossen. Ein Wäscheschacht ermöglichte es, dem Personal Kleiderwechsel schnell durchzuführen, doch später wurde der Raum unter dem Ankleidezimmer in ein Haus für exotische Schmetterlinge umgewandelt, sodass der Schacht nicht mehr benutzt wurde. Er könnte jedoch immer noch verbunden sein. Nicht, dass dort jemand etwas hinunterwerfen würde. Aha. Wie zum Beispiel eine Spinne oder sowas. Kann ich denn da rein? Ich glaube ja nicht. Wir hatten das ja schon mal ausprobiert hier. Das ist die Truhe. Hier ist nichts. Das ist der Schacht hier. Lichtschacht. Nee. Wir müssen auf jeden Fall warten, bis sie hier gleich gekillt ist. Das wird noch ein bisschen dauern. Wir können uns eigentlich nochmal ihr Gesang anhören dabei. Das war ja sehr schön. Das können wir nochmal machen. Das fand ich mich ganz cool. Und wenn die dann da raus sind, dann gehen wir rein und untersuchen den Raum noch. So lange müssen wir mal kurz warten. Ich lasse das mal. Das ist so traurig. Aber wir haben sie ja gerettet. So ist das mit Zeitreisen halt. Manchmal sind sie auch schlimm. Wir gehen jetzt rein. So. Tequilas Bühne. Die Bühne im Musikflügel des Anwesens weist eines von mehreren exquisiten Wandgemälden aus Buntglas auf, die der Marquis beauftragt hatte. Sie wurde vom genialen Architekten Tornthanos Gorecki gestaltet und Meistergoldschmied Auron Runes geschaffen. Der Marquis ließ diesen Bühnenraum in erster Linie als Geschenk für die Sängerin Tequila Bell bauen, die aufgrund ihres außerordentlichen Talents und ihrer Stimme als eine Art lebendes Nationalheiligtum angesehen wird. Wann immer Tequila das Anwesen beehrt, steht ihr der Raum völlig alleine zur Verfügung. Sie wird oft von Red Rockridge am Piano begleitet, ehemaliger Hauptcroupier des Sexy Brutal und außergewöhnlich talentierter Pianist. Diese Note hatten wir doch... Ach, das ist der Schlüssel des Lagerraums, okay. Haben wir denn hier überhaupt alles untersucht gehabt? Oh, das Piano wurde aus Knochen gefertigt. Okay, auf der Bühne ist ein Blutplatz zu sehen, aber auch das... Okay. Jetzt singt sie schon wieder.
gucken uns hier mal den Geist an. Mit denen haben wir nämlich noch nicht gesprochen. Mal guten Tag hier. Oh, na hallo. Kommt's wohl auch um dir, das Talent anzusehen, was? Sie ist so ein Star, der tiefe Ausschnitt, der wogende Busen. Eigentlich kannst du das behalten, die echte ist so viel verführerischer. Ah, wie geil. Das ist eine wundervolle Show. Ah, wie geil. Jetzt haben wir hier rein, die hatten wir ja auch noch nicht. Wie cool. So. Die Gäste. Ja dann, die Sirene aus dem Süden. Seit ihrer bescheidenen Kindheit besitzt die Killerbell eine wahrhaft außerordentliche Stimme. Der Marquis bewundert sie seit langem und war erstaunt, als er erfuhr, dass sie Trinity Carringtons Stiefschwester ist. Seit ihrer ersten Einladung trat die Killer auf jedem Maskenball auf. Sie wird normalerweise von Red Rockridge begleitet, tritt aber auch gemeinsam mit dem Marquis auf, oft bis tief in die Nacht. Auch wenn es nie unanständig zuging, endete dieser Auftritt kurz nachdem der Marquis seine Frau kennenlernte. Muss er nicht unanständig zugehen. Ich hätte jetzt aber mal die Idee, dass wir hier mal eben runterhüpfen. Achso, können wir gar nicht. Ja, dann haben wir es ja mal wieder geschafft hier. Wie cool. Cool. Wir haben es geschafft. Was haben wir da zersungen gehabt? Wieder mal schnell runter. Wie schön. Vielleicht kriegen wir auf die Art und Weise auch die Einladungskarte von... Wie kommen wir denn da jetzt überhaupt hin nochmal? Wie kommen wir denn da hin? Wie sind wir denn? Wir sind da ja runter teleportiert worden quasi. So irgendwie unfreiwillig. Ich sehe jetzt hier auch gar keinen Durchgang. Wir sind ja einfach runtergeschmissen worden, nachdem durch die Tür kommen wir doch nicht durch hier. Wie komme ich denn jetzt da nochmal hin? Als wir Tequila befreit hatten, sind wir da ja runtergeworfen worden. Von unserer rothaarigen Freundin. Also, durch die Tür komme ich nicht. Da ist kein Durchkommen. Durch die Tür hier. Nee, immer noch nicht, ne? Nee, no chance. Ja, ist ja gut. Dann geht doch einfach woanders hin. Und wir haben hier die Falltür drin, aber durch die Falltür kommen wir nicht nach oben. Da haben wir keine Chance zu. Aber wie kommen wir denn da sonst hin? Wo gab es denn da den... Gibt es überhaupt noch einen anderen Weg da rein? Nicht, dass ich jetzt da an die Einladung... Oh, guck mal, da steht doch noch eine Kiste. Nicht, dass ich da jetzt an die Einladung nicht mehr rankomme. Das wäre ja tragisch. Ich sehe jetzt aber auch gar keinen anderen Weg. Das sind aber hier... Da. Lass uns doch mal... Lass mal hier kurz gucken hier. Da kommen wir aber woanders raus, wenn wir da durchgehen, ne? Das ist die Falltür. Von da aus kommen wir aber nicht nach oben. Das ist ja tragisch. Das gefällt mir aber gar nicht. Also läuft jetzt auch die Zeit weg. Lass uns mal eben schnell eine andere Uhr aktivieren.
Nehmen wir doch die hier mal. Das können wir eben machen. Und da wir jetzt die lila Schallplatte gerade mal eben haben, lass uns die doch mal da oben auf... Nein. Nehmen wir die mal weg. Schwarze Schallplatte. Wollen wir die hier auflegen? Nee, aber komisch, in der Bar ist hier jetzt gar nicht gerade... Schaffen wir das noch in einer halben Stunde? Jetzt wird sich hier gerade schon kräftig verabschiedet. Nee, das schaffen wir wohl nicht mehr in einer halben Stunde. Das sieht mal nicht gut aus. Nee, no chance. Okay, komm, starten wir neu. Ich komme da von unten nicht hoch, das weiß ich. Das ist jetzt doof. Ja, vielleicht kommen wir da jetzt ja doch hoch. Bevor die da... Ich glaub's aber nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber sonst würde ich da ja nie wieder hinkommen. Vielleicht stehen mir diese roten Türen ganz am Ende zur Verfügung, nachdem ich alle gerettet habe. Ne? Auch meine rothaarige Freundin da, die immer so schön blutet, weil sich die Haut abgezogen hat. Ihr wisst schon, wen ich meine. Ist doch Eleanor, oder nicht? Ich die Frage habe letztens gestellt, zu Ende gestellt. So, da geht's zum Geheimgang. Dann kommen wir hier nämlich... sind wir denn da mal durchgekommen? Achso, das ist dann schon das große Untergeschoss. Mhm, alles klar. Ja gut, und dann haben wir da ja einen kurzen Weg erwischt. Also wenn wir da jetzt nicht hochkommen, mir fällt da gerade nichts anderes ein, sonst muss ich auf euch nochmal warten. Ob jemand von euch da nochmal eine Idee hat, dann bitte mal einfach direkt Bescheid sagen, wie man da wohl hinkommt. Aber nee, es gibt, nee, gibt es nicht. Ist doch doof. Also die Falltür kommt hier raus. Und dann gehen wir hier runter und da hoch und dann kommen wir in der Bar raus. Das passt aber auch nicht so richtig, ne, dass wir dann in der Bar rauskommen. Das ist doch die Bar hier. So richtig passt das nicht, muss ich sagen. Das wird doof. Ich sehe hier keinen Weg rein. Hier gibt es auch keinen anderen Geheimgang. Das war dieser geheime Schalter. Ich komme da nicht rein. Da kann ich mich auf den Kopf stellen gerade. Das geht nicht. Nicht machbar. Ja gut, dann müssen wir damit leben. Dann gehen wir doch jetzt mal in den Keller. Das ist, ist etwas ärgerlich, weil ich jetzt hier Fortschritt 6 von 9. 7 von 9, ja. Und 8 von 9. Die beiden Karten fehlen mir noch. Definitiv fehlen mir die beiden Karten. Das werde ich auch merken. Bücher über die korrekte Herstellung von Gegengift. Einige der Seiten sind beunruhigend abgegriffen. Sehr geil. Mal gucken, was wir hier unten für Geheimnisse entdecken. Schwarzbildschirm. Ah, jetzt lädt er. Hier haben wir ja schon, glaube ich, alles abgegrast. Wartet auf, dass so ein Maskensymbol aufleuchtet. Die hatten wir aufgeschlossen, ganz sicher. Die hatten wir auch alles gelesen, da hatte ich mir, glaube ich, Zeit gelassen. Den Arm nehmen wir nochmal raus, vielleicht brauchen wir den noch.
Na, wer läuft denn da? Ich hab welche Schritte gehört. So, Karte. Gelangen wir doch jetzt mal da in den großen Raum rein. Nee, leuchtet noch keine Maske auf, keine Maskenfähigkeit. Aber hier vielleicht auch nicht. Guck mal, das ist rot. Das muss was mit der Lady zu tun haben. Oh, da gehen wir jetzt erstmal rein hier. Sehr schön. Ja, da schau her. Ein wehenähnliches Ruhe. Es fühlt sich schrecklich an, in seiner Nähe zu sein. Und hier ist ja noch einer. Das ist der König der Amphit. Ach, da schau her. Ja, dann machen wir nochmal einen. Was haben wir denn jetzt bekommen? Was haben wir denn jetzt? War Autospeichern oder was war das? Was haben wir denn jetzt hier bekommen? Wie kommen wir denn hier rein in die Dinger? Was ist denn jetzt passiert? Wow. Cooler Raum. Broschüre. Na, wo? Eine Maske kommt noch am Ende, wahrscheinlich. Komisch. Die Bar, da ist auch noch irgendwie was. Im Casino waren noch Geheimnisse. Okay, holen wir auch nochmal ab. Die Musikseele. Das Theaterbrot. Ja, da komme ich ja nicht mehr rein ins Theater. Der Höllenraum, der Speisesaal, da müssen wir auch nochmal hin. Die Gärten, in die Kapelle müssen wir noch. Ach nee, das sind die Geheimnisse. Da haben wir noch gar nicht. Okay, das Zimmer des Roten Königs. Sehr interessant. Der Keller, der Friedhof. Hier weht ein kalter Wind. Hinter der Tür befindet sich ein weitläufiges Feld in die tiefsten Tiefen des Anwesens. Das ist unmöglich. Du kennst die Namen auf den Grabstein. Du erkennst auch die Gravierung auf dem Stein wieder. Rote Blume. Für Details ins Inventar schauen. Das machen wir nochmal. Eine prächtige hellrote Rose. Aurum Runes. Red Rock Ridge. Die Blume wird durch eine andere ersetzt. Clay Rockridge. Die Blume schlägt im Boden Wurzeln und blüht. Goldene Blume. Er kriegt die goldene hier. Dieser Gruft hier jetzt. Warum ist sie denn leer? Muss sie leer sein? Naja, wissen wir nicht genau. Das haben wir aber gut gemacht. Die Pik. Ah. Oh, hier sind sie alle. Auf dem dunkelblauen Schild steht Thanos, vermeide den Fahrstuhlschacht, stattdessen opfern. Auf dem goldenen Bild steht Aurum in den Ofen. Grayson, ködern, einfangen, aufspießen. Red, Selbstterminierung durch Strom, manipuliere Affektion nach Bedarf. Tequila, tödliche Selbstzerstörung, dann füttere die Spinne.
Willow, ertrinken ist zu einfach. Hängen in Verzweiflung. Auf dem hellgrünen Bild steht Trinity. Immer hört sie die Garotte. Sitzt sie mit der Spinne zusammen. Auf dem grauen Bild steht Clay hat die Spinne getötet. Vergiftet ihn stattdessen. Auf dem orangen Bild steht Sixpence. Jag ihm eine Kugel durch den Kopf. Krass! Fiese Galerie, die Galerie des Todes. Boah, ich hab ja, mir gehen hier gerade alle Thumbnails gerade. Also wirklich unglaublich, ey. Ja, das ist ja mal riesig. Lass uns mal eben kurz zurückgehen, die Orion wieder aktivieren. Wir bleiben jetzt auf jeden Fall erstmal hier unten. Das machen wir. Bevor es zu spät ist nachher, zeitlich. Lass uns die Uhr eben aktivieren. Ich starte ja sonst immer wieder ganz oben. Das muss ich ja auch nicht haben. Haben wir das zeitlich jetzt wenigstens gut abgepasst. Und ich wittere auch irgendwie ein Folgenende. Wir sind ja auch schon wieder bei 21 Minuten. Das ist zwar etwas kürzer als sonst. Ich habe hier sonst mal 25 Minuten jetzt. Ne? Habt ihr ja gesehen. Das hat sich aber so zufällig auch ergeben. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Spiel noch so lange geht. Wirklich nicht. Ich meine, gut. Wir haben jetzt ja zwei Folgen auch gebraucht, um nicht mal alle Geheimnisse. Also ganz ehrlich, wenn ihr eine Idee habt, wie ich in das Theater nochmal kommen könnte, ne? Dann sagt mir das. Das ärgert mich gerade. Ich will nochmal in das Theater hier rein. Unbedingt. Einladung holen und so. Und dann müssen wir ja nochmal ins... Ins erste OG müssen wir auch noch mal. Da kommen wir aber über diese Tür hier rein. Über die hier. Da kommen wir ins erste OG. Na? Achso, nee, über diese Tür hier. Wo ist sie denn? Das, die Tür. Darüber kommen wir dann ja da durch. Und hier ist ja diese Bibliothek mit dem Geist. Dann könnten wir nach oben. Und das bringt uns was? Gar nichts, ne? Außer, dass hier auch noch ein Spiegel ist. Das könnte noch eine Truhe sein, die man vielleicht öffnen kann. Wäre am Rahmen des Möglichen. Wie komme ich hier rein nochmal? Muss da eine Möglichkeit geben, hier nochmal hinzukommen. Ich sehe jetzt aber wirklich hier am Rand nichts, wo sich eine Tür öffnet. Hier ist keine, da ist keine Tür, da ist keine Tür. Ich sehe hier auch keine versteckten Leitern. Ich kann hier auch nicht von oben irgendwie runterspringen. Ich müsste da durch. Vielleicht klärt sich das Ganze am Ende. Dass man dann da noch reinkommt, um den... Ja, ich hätte die Einladung vielleicht vorher irgendwie. Ne? Ja, kann sein, dass hier noch Geister waren und dass der eine eine Einladung hatte. Es standen ja Geister hier drin. Die haben das ja auch alle mit angesehen. Es muss ja aber eine Möglichkeit geben, da nochmal hinzukommen. Irgendeine muss es ja noch geben. Wie viel Karten habe ich denn jetzt? Gegenstände, Fortschritt... 39 von 52. Da fehlen auch noch einige. Wie gesagt, ich finde es nicht so schlimm. Aber da fehlen trotzdem noch einige. Wo sind die denn alle hin? Gibt's doch gar nicht. So, okay. Ich verabschiede mich für heute. Ich mache jetzt für heute auch Feierabend. Der Tag fängt dann eh jetzt bald neu an. Und dann gehen wir das hier ab der nächsten Folge nochmal neu an. Und dann klären wir die Rätsel des Kellers. Okay, bis dann. Tschüss.